der Anfang vom Ende. In Gears of War Judgment erleben wir die Welt um den E-Day, spielen also die Vorgeschichte zu den bisherigen Teilen. Harte Waffen? Check. Harte Gegner? Check. Harte Typen? Check. Auch wenn einer der Typen eine Frau ist. Trotzdem, irgendwas fehlt dem neuen Gears, das erstmals nicht direkt bei Epic Games, sondern beim aufgekauften Entwickler People Can Fly entstand. Wir gehen der Sache auf den Grund und finden heraus, wie sich der Xbox 360 exklusive Third-Person-Shooter im Singleplayer, Koop und Mehrspielermodus macht. Etwa 15 Jahre vor den Abenteuern von Marcus Fenix und Co. ist es gerade passiert. Der Planet Zera wird von den Locust überrannt und die Menschen befinden sich mitten im Krieg mit den bizarren Kreaturen, die zu Tausenden aus der Erde kriechen. Marcus Fenix und Dominic Santiago spielen in der Kampagne von Gears of War Judgment keine Rolle, dafür aber diese drei Herren und die eine Dame. Damon Baird, Augustus Cole, Garen Paddock und Sophia Hendricks. Und die vier bilden das Kilo Squad, das gleich zu Beginn der Kampagne vor Gericht steht, angeklagt von Ezra Loomis, der dem Team ganz unterschiedliche Dinge vorwirft, unter anderem Befehlsverweigerung. Was genau passiert ist, das spielen wir in Gears of War Judgment nach. Genauer gesagt steuern wir jeweils den Charakter, der gerade eine Aussage tätigt. Soweit so gut, die Sache ist nur die. Großartig mehr gibt's über die Story nicht zu sagen, die Geschichte von Gears of War Judgment ist nämlich schlicht belanglos. Keine Überraschungen, keine Wendungen, geschweige denn eine Charakterentwicklung. Auch auf den E-Day wird nicht ausreichend eingegangen. Immerhin geht bei dem Angriff der größte Teil aller Menschen auf dem Planeten drauf. Eine verpasste Chance. Und es tobt eine riesige Schlacht, sollte sie zumindest, denn auch davon kriegt man so gut wie nichts mit. Wir werden einfach ins Geschehen geworfen. Immerhin schaffen es die Macher, die sogenannte Story dennoch einigermaßen unterhaltsam zu halten. Und das in erster Linie durch die witzigen Dialoge der Charaktere, die dank guter deutscher Synchronisation auch im Deutschen für Schmunzler sorgen. Das ist also das UUR-Scharfschützengewehr. Das ist keine Waffe, das ist ein Kamerad. Das macht die unbeschriebenen Charaktere, die ansonsten genauso uninteressant sind wie die Handlung, immerhin sympathisch. So was Hässliches sollte nicht leben. Was bei der Story nicht so gut klappt, funktioniert beim Gameplay umso besser und das vor allem dank der genialen Spielmechanik von Gears of War. Viel hat sich an den Funktionen des Deckungsshooters nicht geändert. Wir laufen wie gehabt durch die recht schlauchigen Levels und treffen regelmäßig auf Gegnerhorden, die es mit überwiegend bekannten Waffen zu erledigen gilt. Regelmäßig gelangen wir auf etwas größer angelegte Karten, auf denen es gilt, Gegnerwellen zu überleben bzw. Dinge wie diesen Bot hier zu beschützen. Dafür stehen uns portable Geschütze zur Verfügung, die wir, bevor die erste Welle auf uns losgelassen wird, taktisch klug aufstellen können. Auch diese Waffe hier ist nützlich, um das Schlachtfeld zu präparieren. Mit einem Schuss errichten wir Sprengfallen, die losgehen, sobald ein Gegner hineinläuft. Praktisch. Etwas mehr Pfeffer bringt das Sternesystem in den Kampf. Jede Auseinandersetzung wird am Ende bewertet, mit maximal 3 Sternen. Dabei fließen unterschiedliche Haltungsnoten ins Ergebnis ein, etwa wie viele Kills wir gemacht haben, aber auch wie viele Kopfschüsse wir verteilt haben. Und Hinrichtungen sowie Fetzenkills bringen ebenfalls extra Punkte auf der Sterneleiste. Dass Brutalität belohnt wird, ist Geschmackssache, zum blutigen Gameplay von Gears of War passt es aber. Und wofür sind die Sterne gut? Nun, mit 40 davon kann man den Zusatzmodus Nachspiel freischalten, indem wir nochmal gut 1-2 Stunden beschäftigt sind. Und mit den Preiskisten, die wir für Kills erhalten, schalten wir Skins für Waffen und Charaktere frei. Einen faden Beigeschmack hinterlässt allerdings auch die Kampagne, denn auch die kommt genau wie die Story vollkommen ohne Überraschung und beinahe ohne Bombastmomente aus. Fahrzeugsequenzen, Fehlanzeige, Massenschlachten, nope. Im Prinzip ist Judgment eine einzige große Mechanik-Demo. People Can Fly holt alles aus der genialen Spielmechanik heraus, das muss man dem Spiel auf jeden Fall zugutehalten. Intensive Kämpfe allein mögen dem einen oder anderen allerdings einfach zu wenig sein. Immerhin können wir alle Missionen auch in etwas abgeänderter Form spielen. Nehmen wir zu Beginn jeweils die Declassified-Variante an, ändert sich im folgenden Abschnitt ein kleines Detail, wie zum Beispiel hier, statt normalen Kriechern kriegen wir es mit dunklen Kriechern zu tun. Oder hier, wir sehen die Mission, wie sie ohne Declassified-Edition abläuft und hier mit ohne Sicht, genauer gesagt. Die Declassified-Missionen sind eine nette Dreingabe, die die relativ kurze Spielzeit von etwa 5-6 Stunden nochmal etwas nach oben schrauben können, wenn man sie etwa in einem zweiten Durchgang erst aktiviert.
Die Kampagne von Gears of War Judgment kann an einer Konsole mit bis zu 2 per System Link oder online mit bis zu 4 Spielern im Koop-Modus gespielt werden. Das Spiel ist so ausdrücklich darauf ausgelegt. Schließlich sind wir permanent mit dem gesamten Squad unterwegs. Wie bei vielen Spielen entfesselt der Koop-Modus von Judgment einen ordentlichen Mehrspielerspaß, weil es einfach unterhält, die Locust gemeinsam zurück unter die Erde zu schicken. Unterschiedliche Routen gibt es im neuen Gears allerdings kaum. Wir sind meist auf ein und derselben Route unterwegs. Im Modus Überleben, der wohl den bekannten Horde-Modus ersetzt, kämpfen wir gemeinsam mit bis zu 4 Mitspielern gegen die Invasion der Locust an, müssen also immer neue Gegnerwellen überleben. Im Versus Multiplayer gibt es 4 Modi neben dem selbsterklärenden Team Deathmatch hier zu sehen und Herrschaft, eine Art King of the Hill, gibt es den Modus Overrun, in dem wir Ziele zerstören und verteidigen müssen, und den Shooter-Klassiker Jeder gegen jeden. Grafisch gehört Gears of War Judgment wie die ganze Reihe zum Nonplusultra auf der Xbox 360. Scharfe Texturen, viele Special Effects und tolle Laufanimationen hinterlassen einen realistischen und vor allem dynamischen Hochglanzeindruck. Unterstützt wird der vom hervorragenden Soundtrack im Zusammenspiel mit der ebenfalls guten deutschen Synchronisation. Moment mal, du hast einen Weinkeller? Wer es lieber Englisch mag, auch diese Sprachversion befindet sich mit auf der Disc. Just give me 10 minutes to go back there and make sure the bastard's dead. Im Kern ist Judgment ein waschechtes Gears of War. Der Spielspaß ist dank der erprobten Spielmechanik groß, allerdings fehlt uns zu einem wirklich vollkommenen Gears die Abwechslung in der Kampagne und jene Momente, an die man sich auch Jahre nach dem Spiel noch gerne erinnert. Auch dass die Story ziemlich belanglos ist, stößt uns sauer auf. Ketzerisch könnte man meinen, Judgment sei nur ein Add-on zu Gears of War 3. Ein ziemlich gutes wohlgemerkt. Da es aber ein Vollpreistitel ist, können wir nur warnen. Wer im Singleplayer viel Wert auf Story und tiefgründige Charaktere legt, sollte lieber die Finger von Judgment lassen. Wer schon Gears-Erfahrung hat und die reine Spielmechanik und der gute Mehrspielermodus als Unterhaltung reicht, der wird locker auch mit dem Titel von People Can Fly glücklich werden.